Jetzt bitte nochmal in Kurzform. war es kurz vor. Genau. Hallo und herzlich Herzlich willkommen. willkommen beim Kanal von John H. Ja. Wie du das schon wieder sagst, ey. Nein, Willkommen, liebe Damen nicht und so Herren. gut. Ich habe mal ganz kurz ein Bist du überfackelt? Gesprächsthema, was ich ansprechen möchte. Und zwar ist vorhin ein Vorfall passiert. Deswegen heißt das Video auch an Markus. Wollen keine Und Namen zwar nennen, geht es darum, dass ich vorhin aus irgendeiner Einstellung nicht in die Party gekommen bin. Dann habe ich zu hören bekommen, als ich mit dem Paul über WhatsApp telefoniert habe, dass mich der Markus geblockt hat auf seinem Account. Er meinte, Hinterhältigkeit sollte ich Herzlich nicht in die willkommen. Party reinkommen. Oh, Junge Mark. Und passt auf, haltet euch fest, Ich halte dich fest. liebe Damen und Herren. Der Grund dafür, warum er mich als hinterhältig bezeichnet, ist, dass ich bei anderen gesagt habe, dass er viel redet. Oh. Dass er viel redet, das habe ich von den Jungs gerade mitgeteilt bekommen. Und Markus, ich finde das sehr, sehr unschön von dir. Ich finde das sehr, sehr kindergartenhaft, weil das ist Schwachsinn. Also das ist auch eines der blödesten Argumenten, die ich... Oder eines der blödesten Gründen, überhaupt jemanden zu blocken, weil der hinterhältig sei. Und hinterhältig mit so einer Aussage zu verbinden, die meiner Meinung nach halt wirklich wahr ist. Weil jeder weiß, wenn du in Fahrt kommst, dann redest du halt mal viel. Das ist einfach so. Da ist doch nichts dran. Und wo ist das hinterhältig, wenn ich anderen Leuten sage, der Markus, der redet halt viel? Ich habe da echt kein Verständnis. Du bist in vielen Sachen recht unwissend. Nicht dumm, überhaupt nicht, aber total unwissend. Ich verstehe nicht, was das soll, warum du mich da blockst, warum du mich auf WhatsApp blockst und mich von deiner Kontaktliste runternimmst, statt War's einfach nur. mal normal mit mir zu reden. Und keine Sorge, ich habe mit den Jungs gesprochen, ein fast halbstündiges Gespräch habe ich mit den Jungs geführt über dieses gesamte Thema um dich herum und so weiter. Und ja, also wie gesagt, ich finde es ehrlich gesagt schade, aber wenn du das so möchtest, wünsche ich dir erstmal soweit alles, alles Gute. Und du wirst deinen Weg auf jeden Fall packen. Wo der Weg dich hinführt, das werden wir dann früher oder später noch erfahren. Die Jungs werden ja da noch ein bisschen Kontakt mit dir haben. Und vielleicht sieht man sich mal irgendwann und an der Stelle erstmal bis dahin, Markus. So, und damit das Video nicht allzu kurz ist, seht ihr hier noch ein bisschen GTA, ein GTA-Spiel. Markus, du bist herzlich eingeladen, dieses Spiel zu sehen. Auch wenn du sehr, sehr kindisch drauf warst, jemanden zu blocken und von der Kontaktliste runterzunehmen und als hinterhältig zu bezeichnen, weil derjenige gesagt hat, dass du viel redest. Ja, das würde ich auch so machen. Genau. Jungs, wollt ihr noch irgendwas ergänzen, was ich vielleicht Nee, vergessen nee, passt habe? schon. Passt Achso, schon, ich hab jetzt hier im du hast so Casino, ein ne. dreckiges Grinsen, Grinsen so Ja, im Dings. jetzt kommt's langsam. Ja. Ja. Markus, und ich bitte dich auch. Es ist ja extra für dich jetzt ein Video. Das Video heißt ja nicht umsonst an Markus. Du kannst von mir aus machen, was du möchtest. Aber egal, was du tun wirst, hoppala. Es wird einfach nur. Wie soll ich das ausdrücken? Du machst dich damit einfach nur noch zum Affen. Also, beispielsweise, wenn du jetzt zur nächsten Polizei gehst, dann wüsste ich nicht, aus welchem Grund. Weil ich formuliere meine Sachen hier sachlich und ohne jegliche Beleidigung, außer dass ich gesagt habe, dass du unwissend bist. Das ist auch richtig so. Weil wenn ich mir so überlege, wie deine Meinung zu Polizisten und zu Flüchtlingen oder zu der allgemeinen Flüchtlingspolitik ist, hast du eine Meinung oder beziehungsweise, ja, hast du da eine Meinung, die vertrittst du halt wie so ein Zwölfjähriger. Also mit jedem zweiten Wort. Was dann Fotze bedeutet. Oder Fotze ist halt jedes zweite Wort, ne? Ist einfach egal. Und das mit den Polizisten.
dass du Polizisten grundlos beleidigst und dass du Paul auch noch als behindert abstempelst, als er dir sagte, er möchte mal ganz gerne Polizist werden, geht absolut gar nicht. Das kann nicht so Also, irgendwas hat weitergehen. er in die Richtung gesagt. Also, ich werde jetzt keine falschen Aussagen machen. Ja, nee, das ist ja völlig richtig. Und wenn, dann werde ich das dann falsch verstanden haben oder so, Markus. Jedenfalls möchte ich auch nicht mehr sagen. Ich fand es einfach nur Kindergarten. Wünsche dir alles Gute und ich hoffe, du hast noch Spaß mit dem restlichen Video. Ich hoffe, Paul holt mich bald ab. Obwohl, nee, ich habe eine andere Idee. Ich kann ja hier noch Fahrzeuge bestellen. Yay. Paul, Ich aber sehe gerade, ich bin fast pleite. ich bin in deiner Sitzung. Hast du Ich Bock auf weiß. irgendwas, auf ein Ja. Rennen oder so? Wir Dann geht. könnten. Ja, Mark, das. möchtest du irgendwie mitkommen zum Rennen? Hey, ich spiele SAO. Vorhin Captain Das Drecksgame. Paul hat sogar ein Polizeiwappen. Markus, raste nicht aus. Echt? Und Markus, bitte, falls du eventuell noch wach sein solltest und ich mal irgendwann gelegentlich GTA spiele, bitte hole mich nicht mit deinem Noobbike. Und bitte glaube auch, dass das mit dem Noobbike. Und jetzt, wo du ja mich als hinterhältig abstempelst, kann ich dir das ja auch sagen. Wenn du Leute oder ein 600er Rang oder weiß ich, wie viel Rang der Typ hat, mit einem Noob-Bike holst, dann ist das nicht sonderlich krass. Weil mit einem Noob-Bike kann förmlich jeder umgehen. Und ich weiß halt nicht, wie viel Geld du bezahlt hast in GTA, aber ich denke, ich sage jetzt einfach nur, ich denke, ich befürchte, ich vermute, dass das eventuell gekauftes Geld war. Also Echtgeld. Und wir reden hier nicht bei Echtgeld von Monopoly-Scheinen. Wir reden da wirklich von Echtgeld. Ja, Markus? Oh, Markus, bitte komm hier nicht mit einem Noobbike und dann hier fliegst du einmal um mich drüber und dann fum fum mit den Raketen, bitte. Also, das muss ja nicht so enden. Ne, Markus? Sag mal es mal so, Nubike ist nicht so skillvoll, als wenn du einen mit einem Helikopter holst, beispielsweise den Hunter oder so. Ja, so, ich wollte schon Markus sagen. Paul, hast du hier schon ein Dings, ein Rennen gestartet? Ah ne, das sollte ich ja machen. Ja, ansonsten könnte ich auch eins machen. Rocket Vultic wäre ganz geil. Oder halt eben ein Stuntrennen. Aber ein Stuntrennen Warte. ist ja Rocket Vultic, glaube ich sogar. Ich guck mal selber ganz kurz, weil mich das interessiert, ob ein Stuntrennen Rocket Vultic ist oder nicht. Was warten jetzt so mit RP? Geld, weiß ich gerade gar nicht. Na, Geld war heute Stuntrennen. Sandrin steht aber nicht Und da. Oh. doch bei Zielscheibe rennen oder so müsste das stehen. Verwandlung ist Kacke. Ja, Also ach da, ja, bei den normalen Stunts. So. Rocket Baltic. Pummelflug ist Lass. an sich ganz geil. Soll ich meins starten Irgendwas mit oder? doppelt RP und Geld. Wo wenigstens was reinfließt in die Kasse. Ich weiß gar nicht, ob es uns überhaupt so angezeigt wird oder so. Doch, wird angezeigt. Jetzt musst du bei den normalen Stunt gucken. Wo wirklich Stunt davor steht. Nicht Stromberg oder so, einfach nur Stunt. Ich bin doch bei Stuntrennen. Ja, bei Stunt rennen und dann noch weiter runter gehen. Achso, wo einfach nur Stunt steht. Ja, Hummel. Stunt davor steht. Nochmal Stunt. Ach, Scheiße, ja. 45. Ja, da können wir jetzt gucken, was wir uns Ja, hier fünf, ja, warte, raussuchen. tief runter habe ich glaube mal genommen. Was ist ein Nachbrenner vielleicht? Ah, tief Warte, runter. Ja, ich warte, ich starte, starte. ne? Okay, dann starte du. Ja, starte du, Tief alles runter gut. oder Nachbrenner? Tief runter. Okay. Markus, hast du Interesse mitzumachen? Ach ja, schon, bist ja nicht mehr in der Party drin. Hast ihn ja blockiert. Da war ja was. Ja. Was? Weil ich ja so hinterhältig bin. Och, ich bin kein Host, Alter. Wetten, die werden jetzt ohne mich starten. Ohne dich. Auf jeden Fall ist der eine iRapix-Fan. Das finde ich schon mal korrekt. Wurde Warum ich auch heruntergeladen. Polizeiwappen? Damit Markus jetzt aggressiv wird vor seinem Bildschirm, wenn er das Video sieht. Ah, oh, die Pistole, die hau ich weg mit meinem Noob-Bike, da zeigt euch gleich. Springt er sofort auf seinen Gaming-Sessel,
So, jetzt aus, jetzt ist los, ja, jetzt hol ich meinen Noobbike raus und dann werden sie erstmal weggesprengt. Mitten im Rennen kommt er dann an. Echt ein Gaming-Sessel. Keine Ahnung, Warst du bei. eh manchmal bei Markus? Nein. Ich Möchte schon. ich, möchte, habe ich jetzt auch leider kein Interesse mehr zu. Nee. Ich war schon mal bei Markus. Nee, weil wenn ich eins hasse, dann ist das Dann ist wirklich. es Markus. Wenn man mich als Nein. Arschloch oder sowas darstellt, wenn man mich einfach als schlecht dasteht und andere Leute kaufen das dann auch ab. Wo ich mir dann so denke, was soll ist das? Was soll das? Ich meine, zum Glück, die Leute glauben mir dann eher als den Leuten, die diese Geschichten um die Welt gesetzt haben. Weil ich bin halt eine vertrauenswürdige Person, ist einfach so. Ich habe eine lustige Idee. Lass mal Videoanruf mal wieder machen. Aber nicht mit Markus. Nee, nur mit Marc. Und Das dir. ist ja totaler Scheiß, nämlich. Marc, nimm mal an. Nee, du machst das jetzt aber nicht jetzt, oder? Doch. Muss das jetzt sein? Nö, aber kann. Die Musik ist halt geil. Ja, richtig chill am Mucke. Marc, geh mal ran. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir das nachher. Tief runter. Auch nee, der hat eigenen Wagen angemacht. Ich habe keine guten. Ich glaube nicht, dass ihr ihn sehen wollt, der nur in Unterhosen da ist. Na doch, darauf stehen wir, ne? Mann, Mann. Wer in Unterhosen? Ja. Wer er? Ich. Er. Na, ich kenne da so ein paar Personen, denen würde das gefallen. Bäh. Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, aber. John! Nein, alles gut. Markus, gefällt dir das Video? Ich hoffe doch. Nicht, dass du mir noch mit deinem Loop Black ankommst, ja. Du hast doch mich, ich verteidige dich. Nee, ich kann mich nur drüber lustig machen jetzt momentan. Ich mache mich gerne über andere Menschen lustig, die mich schlecht darstellen. Falls du auf die Idee kommst, Markus zu mir fahren zu wollen, tu es nicht. Deine Akte ist ja schon recht kritisch, würde ich mal sagen. Oh, ich ziehe an die ganzen Leute vorbei hier, Warum sagst du ey. eigentlich, warum sagst du eigentlich ein Ding, was zu spät ist? Wo ich schon längst dran, schon, wo ich schon eine ganze Weile, wo ich schon eine Weile dran denke. Woran Woran denkst du denn denkst eine Weile? du? Du hast gesagt, komm jetzt los nicht auf die Idee, Markus zu Um tun. hier zu fahren? Den Markus. Obwohl, ich bräuchte ihn nicht mal fahren, er bräuchte ja nur eine Bahn rennen und damit nach EVA2 kommen. Oh Mann, jetzt sind meine Scheiben raus. Toll, Markus, hast du schön gemacht. Jetzt reicht aber auch, jetzt mal langsam. Kalle runter. Ich schwöre, Ist jetzt. bevor ich das Video gestartet habe, hatte ich noch viel, viel bessere Ideen, aber ich lasse es lieber. Ja, es ist besser gewesen. Was? Das vor dem Video? Ja. Ja, Hätte ich ja, das mal ja, aufgenommen. Aber dann wäre der bestimmt irgendwo hingerannt, wo wir ihn leider nicht sehen wollen. Der hat sich ja auch mal Mark ausgekotzt, Herr Mark. Hast du auch nicht so die ganz jugendfreundliche Sachen über ihn gesagt? Ja? Über wem? Alles gut. Ja. Mark ist jetzt auch ein Hinterhältiger oder was? Was so ein Über Scheiß. wem soll ich denn mehr ausgekotzt haben? Über dich selber. Über deine Bierwampe. Nur weil ich Lass dicke gesagt Leute in Ruhe. Ich habe nichts nur weil gegen ich dicke gesagt Leute. habe, dass ich, wenn ich will, dass ich reden kann wie ein Wasserfall. Ja, und das habe ich ja auch zu dir gesagt, Markus. Das habe ich über dich gesagt. Und du sagst, ich bin enthalten. Ich glaube, ich spinne. So, ich schleiche gerade auf den 10. Platz rum und wo du? Dritten Und ich da, kann es, wenn dritter. ich will. Ach so, und Ey, was? Markus, übrigens, dein Name und so, der war schon mal auf YouTube drauf, ne? Also hier wegen irgendwelche Rechte oder so, eigentlich dürfte da nichts vorgehen.
aber falls du noch irgendwas weghaben möchtest, lieben gerne. Dann müsste er seine eigene Video sperren. Ja, stimmt, lassen. Er ist ja selber auf YouTube aktiv. Stimmt ja. Und ich weiß auch, wie sein YouTube-Account heißt. Das muss einfach bei seiner Telefonnummer hingehen und einfach gucken, welchen Link es ist. Ich glaube, der hat genauso viele YouTube-Accounts wie PlayStation-Accounts. Für alle für alle Zuschauer, die nicht wissen, wie viele PlayStation-Accounts der Markus hat. Dein Account hieß ja GTA 4 Man, aber den hat er jetzt schon längst umbenannt. Ja, jetzt, aber der hat noch einen anderen Kanal. Markus, wenn du Bock hast, ich kann dir den auch gerne verlinken, so ist nicht, ne? Account. Also, wer den aktiv spielt zumindest. Ja. Markus hat über 40 Facebook-Accounts. Ach, das ist normal. Markus? Das ist schon scheiße, wenn ich mehrere IDs von seine Aussage dazu ist, dass er nicht gebannt werden kann so schnell. Aber wenn er was Schlimmes getan hat, dann wird Sony rauskriegen, dass es alles seine Accounts sind, ne? Die dann alle sperren. Mann, mein Wagen ist schon so zerdellt. Ja, ich bin auf dem 9. Ja, ich bin immer noch auf dem 3. Es sei denn, der Hurensohn bringt mich jetzt. Nee, aber Gott sei Dank haben wir hier faire Fahrer. Also, ich kann mich. Na, mein getunten Anis. Ja, ich hab keine Rennwagen. Meine sind einfach nur so Tuningwagen. Okay, und ich bin kurz vor der Ziellinie. Ja, ich beende das Rennen als 4. oder als 5. Platz. Weil an den 3. glaube ich, komm ich nicht dran. Ja, 4. Ja. Aber immerhin, ich bin 4. von einem großen Rennen. Markus, klatsch ein! Jetzt guck mal zu! Ach, ey. Ja, das ist so lächerlich, ey. Einen zu blocken wegen so einer Aussage, dass er viel redet. Oh mein Gott. Das ist das Schusseligste. Ich schaff das, ja! Das ist echt. Ich hätte drüber fliege. Die blödeste Aussage, die ich jemals gehört habe. Die blödeste Begründung. Och! Das ist. Mann, ey. So, ich freue mich auf jeden Fall, 4. gewesen zu sein. Und ich möchte noch ein Rennen fahren. Denn ich denke, das Video ist immer noch nicht zu groß. Zu lang. Wie auch immer. 65 PSN-Accounts hat er. Was? Noch einen gemacht? Markus hat 65. Und mit dann mindestens wir noch die 70 erreichen. Markus. Mach die 100. Markus, kaufst du dir denn auch für jeden Account ein Noobbike? Wäre mal interessant. Ich sollte ihn, du weißt ja, hier Host, ne? Bringt ja eine Million. Ja, lass mal hier Dingens machen. Dann, was denn? Dann das große M. Das ist, ach, zu spät. Ja, ich. Ja, du musst ja auch schon sagen, was du willst. Das große M. Markus, dies ist für dich. Ja, stimmt. Wir fahren jetzt auf der Strecke erstellt von Markus. Bezweifle ich. Ich denke mal, dass Markus aber nur einen YouTube-Kanal hat. Er hat GTA V-Mann und einmal diesen. Er hat auf mehreren Accounts. Paul, bist du. Achso, okay, du bist bei mir drin. Das hätte ich persönlich auch gewählt. Dein Kanal, den GTA V-Mann hat, dann hat er umbenannt. Ja, in irgendeinem Namen, ich habe keine Ahnung in welchen. Ja, aber schalte ich mal auf Stumm oder so, weil ich will nicht schon wieder, dass der ganze Telefonsound und so hier ankommt. Hab ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich bin klein. Hör auf, zu dumm zu lachen, Alter. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf so Trials. Kann ich immer. Achso, warte mal, wenn du quer machst, dann mache ich auch quer. Ja. Ich habe das auf meinem Fernseher oben gestellt. Wenn ihr beide auf quer macht, leg ich mich quer. Kannst du machen. Und da werden sich ein paar freuen, das sag ich dir jetzt schon mal. Oh Junge. Oder ich stell mir quer. Dann habt ihr keinen Weg mehr, wo ihr durchkommen könnt. John, ich schau zu dir rauf. ich weiß gar nicht, wie das hier funktionieren soll, Digga. Achso, warte mal, ich hab die Kamera falsch rumgestellt.
So ist viel besser. Jetzt bist du bei mir verkehrt rum. Ja, aber so kann ich immer besser, weißt du? Ah, das ist komisch. Ja, dann dreh dein Handy auch. Ja, ja. Oh, ich muss starten. Ich habe einen Turbo-Start, obwohl ich in den letzten 2 Sekunden Boost gegeben habe. Aber ich muss sagen, wir haben zum Teil echt wirklich faire Fahrer, das muss ich schon sagen. Ja, ne? Das ist mal eine Überraschung. Bis auf die letzten da hinter mir. Ah, Digga, aber ansonsten normale Menschen, würde ich mal sagen. Macht ihr beide gerade Video an? Ja. Nein, wir haben nicht Markus dabei. Wie kommst du drauf? Hab ich doch geblockt. Ich hab nicht gesagt oder gefragt, ob Markus mit bei ist. Das habe ich aber anders vernommen. Ich dachte nur, ich habe nur gedacht, Oh, ich habe ein schönes Auto. Ich habe einen Nero Custom, der ist aber nicht allzu schnell. Der Krieger ist ja schnell. Ah, da ist, wer ist denn da runtergefallen? Ach, der Herr H-Punkt. Och. Nee. Super. Ich bin Vierter. Nee, und ich habe eine Jutta. Ich glaube, also ich habe den. Und ich hab eine Jutta. Ich hab den einen aus von der Strecke, glaube ich, geschubst. Ja, aber der hat mich halt komplett ins Wasser gehuppt. Also, ich schub dich hoch. Ja, ich bin jetzt richtig. Da habe ich gerade einer von hinten angerempelt und das war ganz gut, weil er hat mir dadurch Schub gegeben. Oh! Jetzt bin ich gerade gegen die Mauer gelandet. Nein, nicht von der Strecke. Sehr gut. Ganz normal weiter, ohne Scheiben. Das große M. Hey, die Musik. Hörst du die Mucke? Die ist richtig Kiffermusik. Hey. Ja, ich bin für Markus wäre das jetzt nix. Der würde da. Zu dieser Musik kann er keinen auf der Schnauze hauen, kein Polizisten. Lol, hinter mir ist einfach mal einer irgendwie gespawnt. Aber ich bin schlechter dran als vorher, Alter. Oh fuck. Ich bin stabiler Fünfter. Ammunition. Jetzt fahren wir durch den Tunnel rein in die Olga. Yippie! Damit! Jawohl! Ich bin Achter. Leute, ich hab Turbo. Diese Werbung, ne? Die ist so richtig komisch. Wie viele Runden hat er eingestellt, der Typ? 2, glaube. Ja, stimmt. Oder 3, oder 4, oder 5, oder 30, oder 99. Ich hab, glaube, 2 von 2 gerade gelesen. Oh! Scheiße, gegen die Wand gelandet, aber hat mir jetzt keinen Schaden gemacht. Das Gesicht gefällt mir, Junge. Was meinst? Ich weiß nicht warum, frag mich einfach nicht. Boah, den Hess muss man nicht sagen. Oh, du Wichser! Markus! Ja, Anzweilert! Lass mich in Ruhe! Warum schubst du mich von der Strecke? Ja, ich will dich ja von der Strecke haben, dass du mir keine Konkurrenz machst. Ja, irgendwer hat mich da vor der Strecke gerade irgendwie. Ja, ich. Von der Klippe. Echt jetzt? Das warst du? Ja, nein. Ich bin 10. Junge. Wie soll ich das machen? Ich bin Letzter. Ich bin 7. Aber ich hole das auf. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann. Ich denke, das war ein Versehen. Weil wir haben. Überraschenderweise, weil sonst haben wir immer so Assis. So war meine Erfahrung. Dass wir sonst immer solche Assis hatten, die. Die einfach mal zum Anfang des Rennens eben schon angefangen haben zu schubsen und so. Das kennen wir ja auch alle. Ja, das hatte ich. Aber ich bin zu spät in den Drift gegangen. Oh, scheiße. Kann ich hier gerade nicht sagen, was das ist. Kann es sein, dass ein unaufgetunter Nero Custom, ein normaler Nero, schneller ist als ein komplett aufgetunter Nero Custom. Kannst du mir das mal bitte sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin gleich 6. weil der Typ ist hinter mir. Vor mir. 2 Typen sind sogar vor mir. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das vielleicht sogar noch. 9. Wieder verloren.
Ach, ich hoffe mal, mit dem neuen DLC kommt mal ein Grafik-Update für GTA Online rein. Das wäre richtig geil. Okay, ne, ich krieg ihn scheinbar nicht mehr. Wobei, wenn ich jetzt weiterfliege als er, das wäre geil. Jo. Ja, nach da. Ja, schade. Ich habe ihn schön gegen die Bande gehauen, aber erst zur Ziellinie. Jetzt drehen wir deine Kamera um. Das ist für mich halt gelegener gewesen. Ja, warte. So, liebe Damen und Herren, wenn Paul jetzt das Rennen beendet hat, werden wir diese Sache beenden hier. Markus, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Markus, bitte nimmst mir nicht übel, aber Markus, es sind so Sachen, das sind einfach, also ich fand es einfach lächerlich, aus dem einfachen Grund, du würdest normal mit mir reden können. Hast es allerdings nicht für nötig gehalten, du musstest ja eher den chaosbasierten Part nehmen, um einen einfach mal zu blocken. Ist okay, das ist kein Problem. Joker hat auch gerade seine Meinung dazu geschildert. Jedenfalls, macht es schön, liebe Damen und Herren. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.